Ist es bei euch auch so, dass man vorher keinen Sex haben ja, soll? Ja, so bei den Männern weiß ich jetzt nicht, aber bei mir ist es eigentlich egal. Okay. Ja, und er hat sich dann leider an den Models vergangen und ist dann nach Hause geschickt worden. So, und ich war dann da und ich wollte nicht mit so und ich fand es voll cool irgendwie und meinte, hey, hast du mich Bock, spontan mitzumachen? Ich habe hier zwei richtig coole Typen, so, wie findest du die? Und dann hat sich das spontan ergeben und seitdem mache ich das eben. Aber warst du sofort dabei? Also hast du nicht mal eine Sekunde überlegt? Oh nee, das ja, ist natürlich habe ich schon eine Sekunde überlegt. So, auch dabei hast du dann erstmal überlegt, aber hab halt gemerkt, so, boah, es ist ja voll geil. Und vielleicht kann man so ein bisschen erklären, ihr macht ja unterschiedliche Sachen. Ja. Erzählt mal, was für eine Art Porno macht ihr? Ich mache im Gay-Bereich. So, jetzt demnächst so B-Pornos. Dann Webcam-Shows. Hab auch Sklaven und mach so Master und... Genau. Okay, ja, so, du bist mit breit Peitsche gefächert. Und stehe ich dann da und dann verhaue ich die. Irgendwie. Also du triffst die auch in echt? Ja. Ich bin auch Escort, Callboy. Okay. Genau, das mache ich dann abends meistens. Vormittags bin ich Musikproduzent, Modedesigner. Schauspieler, Synchronsprecher. Genau, ganz seriös. und abends gehe ich dann so dem Business nach und dann treffe ich dann meine Kunden und das sind dann halt sehr devote Leute irgendwie. Dann geht es dann wirklich von Fesseln und wirklich auspeitschen und alles. Sei gerne böse, aber fällt das unter den Bereich Prostitution oder wie würdest du es bezeichnen? Im Grunde ist es halt ein Begleitservice, ja. Okay. Ja. Ist das bei dir auch so oder gibt es da eine klare Grenze? Also bei mir ist das nicht so. Ich mache halt ganz normale Pornos, so wie die meisten sie kennen. Mal schon mit so Spielfilmcharakter und dann mal wieder Gonzo-Style. Was ist Gonzo-Style? Gonzo-Style ist halt das, was man eigentlich beim Porno sehen möchte. Also das, was von Rollmann sieht. Genau, ohne viel Handlung und immer schön draufhalten, die Kamera. Ja. Okay, und ihr seid jetzt ein bisschen reingerutscht in das Ganze. Mhm. Aber es gibt ja auch viele Leute. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Ja. Aber es gibt ja auch Leute, die bewerben sich aktiv. Es gibt ja so Castings, oder? Mhm. Ich habe auch gesehen, es gibt wahnsinnig viele Porno-Webseiten von Studios, die halt wirklich eine ganze Seite haben, wie man sich bewerben kann. Habt ihr schon miterlebt, so einen Casting-Prozess? Ich caste selber meine Leute. Also ich habe ja meistens mit unprofessionellen Leuten zu tun, so, die schreiben mich halt in einem Gay-Chat an oder bei Facebook. Ja. Und sagen, hey, bist ja geil, ich würde auch gerne mal was drehen. Oder ich sage, ja, der sieht gut aus, hätte ich Bock drauf irgendwie. Und sage, hey, komm doch mal zu uns ins Studio oder komm zu mir nach Hause und dann machen wir ein kleines Casting und dann kommst also halt da darauf an, kannst du jetzt auf Knopfdruck, zack, eine Erektion bekommen oder eben nicht. So. Aber das ist schon mal Test 1. Ja, natürlich. Also wenn halt einen Film drehst, dann musst du hier, mach mal bitte jetzt eine Erektion. So geht das ab und dann zack, zack. Und dann wie viele Minuten hat man Zeit? Man hat keine Minute Zeit. Das schneller geht. Okay. Du musst quasi in die Tür reinkommen und schon bereit sein. Dieser Druck. Beim Basti. Wieso? Das Ding ist halt einfach Kopf frei machen und eine geile Fantasie und dann geht es. Ja. So. Und dann ist das cool. Ja. So. Wie war denn das bei dir, als du deinen ersten Film gedreht hast? Zögert man da? Überlegt man vielleicht doch umzudrehen, doch nach Hause zu gehen, doch irgendwie was zu lernen? Also meinen ersten Film, meine erste Szene hatte ich mit meinem Ex-Freund. Es war eine POV-Szene, sprich ihn hat man nicht gesehen, nur mich. Und zwar auch nur ein reiner Blowjob. Von daher war zumindest mein Drehpartner mir total vertraut. Und es waren halt auch nur zwei, drei andere Leute drumherum, ja. Also Kameraton und Licht. Aber war das alles gut für dich gleich? Oder? Ja, das war gut. Und dann folgte danach halt eine Lesben-Szene, beides am gleichen Tag. Und da habe ich mich schon ein bisschen. Ja, da habe ich mich schon ein bisschen unwohl gefühlt, weil ich habe so die devote Rolle eingenommen und sie war halt sehr dominant. Und dann die Kameras und worauf musst du achten? Ja. Und, aber gab es bei euch beiden noch nie den Moment, wo ihr gedacht habt, Mensch, okay, das ist jetzt irgendwie eine ganz falsche Richtung. Ich bereue das Ganze vielleicht doch. Ich will damit aufhören. Gab es das mal? Also bei mir jetzt auch nicht, dass ich das bereue. Ich finde es halt manchmal schade, dass viele Leute so extreme Vorurteile haben. Mhm. So gerade bei mir, ich bin blond, dreh Pornos, sagen immer alle so, ja, du hast bestimmt nichts im Kopf oder du kannst nichts anderes, hast nichts gelernt oder keine Ahnung, kommst aus irgendeiner Hartz-IV-Familie. Das stimmt alles überhaupt nicht. Und ich habe dann immer so den inneren Drang, allen zu beweisen, dass es komplett anders ist. Und das ist blöd, weil man sich dann immer selber unter Druck setzt.